Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sitzen hier gerade und relaxen auf dem Sofa. Ja, ich war wieder bei unserem Postfach und habe Post von euch rausgeholt. Und ja, ich bin das zweite Mal schon von jemandem erkannt worden, der mich leider nicht angesprochen hat, mich aber auf Instagram angeschrieben hat. Also, lieber Zolltrax, nächstes Mal sag doch einfach mal Hallo, dann weiß ich auch, wer du bist. Ja, und im letzten Video wollten wir ja alle Karussells im Heidepark ausprobieren. Da gehören auch die Kindersachen mit dazu. Und da war ein Karussell, was sich im Uhrzeigersinn dreht. Und ja, dann haben wir uns falsch hingesetzt, also wie man sich da nicht hinsetzen soll. Und ja, können wir euch auch eben nochmal zeigen. Gar nicht so einfach in einem Kinderkarussell. Ja, aber unterhaltsam und lustig für den Zuschauer. So, wir haben hier drei Autogrammwünsche, wie ich das sehe. Und zwar... Hallo Herr Bäcker John, mit diesem Brief schicke ich euch einen Umschlag mit Briefmarke für die Autogrammkarte. Schönen Gruß aus Halle-Westfalen von Hanno. Ja, Hanno, der Rückumschlag ist dabei. Die Autogrammkarte geht rein. Nummer 1. Dann haben wir hier Nummer 2. Hallo John, Stefan und Simone. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Autogrammkarte von euch bekomme. Ich heiße Jason. Ich habe noch Fragen an euch. Ja, ich nehme den Brief gleich mit. Das beantworten wir gleich unterwegs. Und ja, ihr seid die beste YouTube-Familie Deutschlands. Oh, das ist aber ein ganz großes Lob. Vielen Dankeschön. Dank. Auch du hast einen frankierten und adressierten Rückumschlag mitgeschickt. Du bekommst auch eine Autogrammkarte. Und der letzte Brief... wurde uns schon angekündigt von Jasons Bruder an Stefan und John. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Autogrammkarte bekomme. Ich heiße Jimmy, also der Bruder von Jason. Ihr macht tolle Vlogs, macht weiter mit den Pranks. Und auch er hat noch eine Frage, die wir unterwegs beantworten werden. Und so, einmal hier auch der Rückumschlag. Und dann, ja, los geht's. Mit dem Vlog. Ja, genau, mit dem Vlog. Womit sonst? Ja, es wird heute so eine Art Alltagsvlog mal wieder werden, denn wir haben heute eigentlich nichts Besonderes vor, aber auch an einem solchen Tag versuchen wir immer einmal am Tag was Besonderes zu machen oder einen Programmpunkt zu haben, und heute ist das auf den Bremer Dom steigen, ganz nach oben. Okay, das kann ja spaßig werden. Das haben wir ja schon mal gemacht, den Dom hier hochgegangen. Es ist eine sehr anstrengende Sache. Es geht immer schön nach oben und immer schön im Kreis. Jetzt sind wir denn schon. Sind wir nicht mal beim Dach angekommen? Das dauert noch. In der Familie hier muss der 51-Jährige das Tempo angeben. Was stimmt denn mit der Familie nicht? Nee, nee. Bitte, bitte. Weiter geht's.
wie geht's dir? Scheiße! Wirklich? Du kennst denn die blöde Idee? Die Familie ist bei körperlicher Betätigung immer extra schlecht gelaunt. Aber wir gleich oben mit einem guten Ausblick über die Stadt Bremen. Das ging ja schnell. Wir sind jetzt oben angekommen. Und da haben wir doch gleich mal eben Zeit, die Fragen von Jason zu beantworten. Die erste Frage lautet, wie alt seid ihr? Ich bin 51. Und ich bin 11, da ist genau 40 Jahre Unterschied zwischen uns. Ich bin 45. Wo arbeiten deine Eltern? Ich arbeite als Brauer in einer Brauerei hier in Bremen, die unter anderem das bekannte Becksbier herstellt. Ich arbeite hier in der Innenstadt in einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Und eine weitere Frage, was spielt John gerne? PlayStation, Nintendo Switch, alles was mit Medien zu tun hat eigentlich. Und was auf der PlayStation und der Nintendo spiele, also auf der Nintendo alles mögliche mit Mario und auf der PlayStation W2K19. Könnt ihr noch weiter Pranks machen? Ja, machen wir bestimmt mal, aber im Moment haben wir da nichts geplant. Und dann noch eine weitere Frage vom Jimmy. Wie seid ihr auf YouTube gekommen? Das kann John sehr gut erklären. Ja, haben wir auch schon sehr oft erklärt, weil diese Frage ziemlich oft gestellt wird. Also ich hatte einen YouTube-Kanal, Stefan hatte einen YouTube-Kanal und ich habe halt öfters Videos hochgeladen und hatte dort Spaß rein. Und Stefan wollte halt mal gerne kontrollieren, was ich so hochlade. Und dann haben wir zusammen einen Kanal eröffnet, damit er auch weiß, was ich hochlade. Ja. Und das wurde dann Stefan und John. Und jetzt geht's wieder runter. So, sind wir hier mal in ein Restaurant eingekehrt, wo wir auch schon ziemlich oft gewesen sind. Das ist an der Schlachte. Da gibt es so deutsches Essen. Und weil wir hier schon so oft waren, damit es nicht langweilig wird, haben wir uns heute mal was Besonderes überlegt. Wir haben uns gedacht, wir bestellen nicht jeder sein eigenes Essen, sondern es bleibt ein bisschen spannend. Ich werde für John das Essen bestellen. John wird für Stefan das Essen bestellen und Stefan wird mein Essen bestellen. Und leider gibt es hier in der Speisekarte keine Nummern, also wo man erfährt, was man bekommt, wenn derjenige die Bestellung aufgibt, die dann für einen ist. Und noch spannender wäre es natürlich, ja wie gesagt, wenn es hier Nummern geben würde, dann kriegt man nämlich erst beim Servieren des Tellers weiß man, was man zu essen hat. Und ich mag dieses Restaurant jetzt eigentlich nur so gerne, weil es hier Chicken Wings gibt. Und sie schmecken ziemlich gut. Und dann Stefan sagt so, ach komm, wollen wir zu Feldmanns? Ich sag so, ja, Chicken Wings. Und dann kommt dieser Vorschlag. Und das heißt, es gibt keine Chicken Wings heute für John. So, willst du anfangen? Na, wie schaut's? Ja, ich würde gern Pommes, frittes. Nur Pommes? Ja. Alles klar. Du bist ja aber heute sparsam. Bestellen eigentlich. Ja, und jetzt gibt es Lapskaus. Genau, Lapskaus. Ja. Ich bin gut, ne? Mhm. So, die Bestellungen wurden gerade eben aufgegeben. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich habe gehört, Pommes rot-weiß. Nein, Pommes frittes rot. Und davon soll man satt werden. Oh.
selber schuld. Ich habe nicht meine Chicken Wings bekommen. Er kriegt nicht sein gutes Gericht. Guten Appetit. Das sieht alles wunderbar lecker aus und ich hätte jetzt auch wirklich Lust, in das Schnitzel zu beißen, aber leider habe ich das ja für John bestellt. Und ich würde gerne in die Pommes beißen, aber das habe ich leider für Stefan bestellt. Und mein leckeres Lapskaus und ich kriege dafür Pommes. Pommes rot-weiß, habe ich doch gesagt. Hast du gut gemacht, John. Wie bist du zufrieden mit deiner Bestellung? Ganz okay. Ganz okay? Na gut. Ja, Lapskaus, typisch norddeutsches Gericht. Ich werde berichten, wie es schmeckt. Das macht jeder anders. Es sieht aber super lecker aus. Falls jemand wissen möchte, wie meine Pommes schmecken. Ganz okay. Schmeckt zwar auch lecker, aber ich werde es noch nicht aufessen. John, das hast du super ausgesucht für Papa. Ein Kinderteller. Mir kommen die Pommes aus den Ohren raus. Ich kann nicht mehr. So was Eintöniges. So, jetzt kommt was Besonderes. Ich hatte mir diese Schuhe, diese roten Schuhe, mal in Bad Segeberg gekauft, als wir bei den Karl-May-Festspielen waren. Ich wollte mal sagen, Bad Segeberg ist ein wahres Einkaufsparadies. Ich habe hier das gefunden, was ich sonst in Bremen im ganzen Jahr nicht finde, nämlich zwei Paar Schuhe. Einmal dieses hier und dann noch dieses hier. Die sind inzwischen so abgetragen. Die Sohle, die kann man kaum noch erkennen, sind sogar schon Steine drin. Und ich habe mal was versucht, ich habe mir zum ersten Mal nämlich Online-Schuhe bestellt und zwar, ich hoffe, es sind genau die wieder, weil ich die eigentlich ganz gut fand. Bin gespannt, ob die passen. Und ich bin auch da. So, und zu den Pommes, die ich im Magen habe, gibt es jetzt noch einen schönen Burger. Sonst wäre ich nämlich nicht satt heute zum Abendessen. Einen schönen, naja, wie heißt der? Double Cheese mit Chili-Soße oder sowas. Und ich bin auch da. So. Ja, Schuhe sehen gut aus und an dieser Stelle könnten wir das Video auch gut beenden. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja schon, Daumen nach oben da lassen, uns abonnieren. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Passt? Ja, passt. Unglaublich. Online-Schuhe bestellen, kein Problem.